Hallo Leute und willkommen beim Dragos News Spezial. Ja, sorry, dass jetzt gerade viele Dragos News kommen, aber ja, wenn mir etwas am Herzen liegt, dann möchte ich da gerne, ja, darüber berichten. Es geht darum, dass wir einfach momentan Probleme haben, also vor allem ich, ja, ich eigentlich, aber also ihr halt es auch dankbar annimmt, mir zu helfen, egal ob es mit einem Kommentar ist oder nebenbei per PN oder sonstige was. Das ist sehr nett, aber mir geht's richtig schlecht. Also, naja, ich sehe, dass die Spieler, also die Zuschaueranzahl schmilzt, die Zuschauerlänge, die steigt zwar, also es werden immer wie mehr Freunde von mir, aber dafür geht eben die Besucherzahl zurück und ich weiß nicht, was ich da machen kann. Auf jeden Fall geht es mir halt momentan recht schlecht. Ich habe extremste Schmerzen. Ich konnte gestern einfach nicht gut genug livestreamen. Ich habe sogar nicht gesehen durch den Player, der ganz spackt, dass ein Video gar nicht aufgenommen wurde und in meinem Standbildschirm, also im Startbildschirm stand. Und das war relativ, naja, scheiße für mich. Also, ich weiß nicht, was YouTube für Probleme macht oder hat, aber auf jeden Fall ist es richtig kacke. Also, ich muss mir wirklich darüber nachdenken, ob ich jetzt noch viel livestreame oder nicht. Ich muss es wahrscheinlich wieder auf Twitch machen. Tut mir leid für die, die es natürlich auf YouTube schauen wollen, aber das Wichtigste ist einfach, ich möchte euch Qualität bieten. Ich kann es nicht, ich habe kein Geld, PayPal geht nicht. Und das tut mir eben leid. Außerdem möchte ich mich wieder mehr konzentrieren. Es ist mir langsam scheiße, wenn ich so viel spiele, zock nebenbei. Ich habe bei vielen Projekten einfach nicht mehr die Konzentration, mich auf dieses Projekt zu konzentrieren. Und das ist einfach scheiße daher, dass ich einfach dann langsam immer wie schlechter aussehe, sozusagen. Ja gut, also tue ich mich ein bisschen begrenzen und das wird wahrscheinlich vielen nicht gefallen. Und da muss ich das euch jetzt mal kurz sagen. Puff of Excel wird mir leider nicht. Ja, viel zu bunt langsam. Ich kann leider nicht mehr Path of Exile zeigen. Es ist zu anstrengend geworden. Path of Exile hat zu viele Balancenschwierigkeiten. Da fällt mir mein Hals raus. Ich dachte, ich kann das immer im Livestream machen, aber wenn der DirectX11-Modus so viele Probleme macht bei mir, nein. Ich muss schauen, vielleicht kann ich es wirklich noch bei Twitch manchmal bringen, aber ja, tut mir leid für die vielen Zuschauer, ihr wart wirklich sehr, sehr toll. Ich werde sicher wieder mal Path of Exile machen, ganz bestimmt, aber als Video, nein, nicht mehr. Es ist mir zu anstrengend, auch immer die tollen Sachen auszusuchen mehr zu müssen, weil vieles halt extrem gestreckt ist. Ja, nein, danke. Champions of Regnum wird täglich kommen, also jetzt auch täglich. Ich werde es so machen, dass ich sicher am Abend einen Champions of Regnum Part aufnehmen will, mit dem zusammen, Black Souls oder Black Fighter. Und ja, das ist das Gleiche. Ich werde es natürlich so machen, dass ich fest trolle, also ja. Nicht die Igen, ja, eventuell auch die Igen ein bisschen, aber nur zum Spaß, also solange das Spaß ist. Und vor allem die Alsen und Syrten, aber ich hoffe, dass die Alsen und Syrten da nicht alle zu mir wechseln, zu den Igen. Tja, sonst hat dann Gamigo oder beziehungsweise NGD Studios Probleme. Also, ich werde Champions of Regnum jetzt täglich bringen als Hauptprojekt auf meinem Kanal und ich werde eben lustig machen, ich werde
spaßig machen. Ich werde die Leute unterstützen, die Champions of Regnum spielen. Ich werde junge Leute, also die noch nicht lange Champions of Regnum spielen, unterstützen. Ich werde alte Veteranen unterstützen. Und ich werde einfach Spaß haben. Und ihr wahrscheinlich dann auch. Es kommt also auf euch drauf an, wie viel Spaß ihr haben werdet. Und ja. Also Champions of Regnum, Hauptprojekt. Eben, Diablo 3 wird noch kommen, Season 8 wird noch kommen. Ich werde dann warten, bis das Event da ist mit dem Diablo 1. Das ist Januar soweit, dann werde ich das aufnehmen. Und dann werde ich noch den Necromancer aufnehmen, der kommt leider erst Ende nächstes Jahres. Also ist es lang, oder? Ja gut. Dann sage ich, Titan Quest wird natürlich nicht kommen, weil ich es nicht aufnehmen kann mit Fraps. Aber ich werde es sicher im Livestream manchmal machen. Dann werde ich Warband, Mountain Blade Warband wahrscheinlich schon noch bringen, aber nur noch Flores Mod. Ja noch, ich werde auch normales Warband bringen. Aber auch nur noch, weil ich so extrem viel Spaß habe dort. Ja. Gut, was haben wir sonst noch? Rom wird wieder kommen. Und Teso wird sicher auch kommen im Livestream. Aber alles ist so gestreckt. Ich kann nicht sagen, dass ich alles wieder mache. Ich werde sicherlich Pause machen. Ich habe jetzt 4 Monate keinerlei Pausen gemacht. Außer ich konnte nicht reden wegen der Erkältung. Aber das ist ja nicht eine Pause gewesen. Ich musste mich anstrengen, dass ich überhaupt noch richtig spielen, also richtig aufnehmen konnte und alles mögliche. Also ist es ja nicht eine Pause. So. Also, Minecraft, der Server. Es laufen leider ein paar Leute davon. Kann ich verstehen. Manche haben auch Stress. Kann ich verstehen. Ich werde es einfach eventuell pausieren müssen. Oder ich werde ja es neben dem Let's Play, das ich jetzt machen werde, heute beginnen werde, von 1.11 werde ich sicherlich den Server auch noch, ja, ich werde schauen mit Seslik, ob wir das auf 1.11 machen oder 1.10 lassen. Aber auf jeden Fall müssen wir das so machen, dass die Plugins auch gehen. Der Host wird gewechselt. Dann haben wir gut viel Slots. Ihr dürft dann frei reinkommen. Oh, aber bekommt die Ränge immer nur so, wie nett ihr seid. Gell? Also, der Server geht so weiter. Ich werde eventuell mehr Rollenspiel machen. Ich weiß schon, wie ich das machen werde. Ich habe ja gesagt, ich will ein Game entwickeln lassen. Und genau auf diese Art werde ich den Server auch aufbauen. Aber mehr dazu sage ich dann in einer der nächsten Dragos News und auch auf dem Server. Also kommt auf den Server, habt Spaß mit uns. Auch wenn ihr nicht Minecraft spielen wollt, kommt auf den Server, installiert euch ein gutes Texture-Pack, installiert euch ein gutes Shader oder so und kommt auf den Server und habt Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt Nebenprojekte und es gibt Hauptprojekte. Die Nebenprojekte kommen halt einmal pro Woche oder einmal pro halbe Woche und die Hauptprojekte kommen fast jeden Tag. Ich werde schauen, dass die jeden Tag kommen. Wenn es halt nicht jeden Tag kommt, tut mir es leid. Aber ich werde auf jeden Fall mir jetzt das machen, das mir Spaß macht. Aber ihr dürft wünschen. Ihr dürft alles wünschen, was mir nicht allzu viel schadet, weil meine Hauptkonzentration ist der Sport. Und solange ich nicht der Sport genügend machen kann, bin ich unzufrieden. Also werde ich halt einfach manchmal ein bisschen zurückrudern müssen und sagen, nein, das geht nicht. Also. Wenn ihr irgendwie noch Spaß habt, wenn ihr irgendwie noch, ja, trotzdem toll findet oder so, dann sagt es mir. Wenn ihr es halt negativ findet, dürft ihr es trotzdem sagen.
Wenn ihr mich verstehen könnt, dürft ihr es auch sagen. Wenn du mich liebst, dann sagst du es mir auch, egal ob du mein Mann bist oder deine Frau. Sonst sagst du es per PN. Aber ja. Nein. Scherz beiseite. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben für euch, für diesen Kanal. Und trotzdem muss ich halt immer wieder zurückrudern, weil mein Rücken extremst schmerzt, meine Krankheit mich extremst schwächen. Und das ist Wahnsinn. Also tut mir leid für die, die es nicht in Ordnung finden, gell? Also, ich bedanke mich fürs Schauen des Dragos News Spezial. Ich werde es sicherlich noch bringen und ich werde ja Real Life Videos sicher auch machen. Ich hoffe, ich kann es kaufen. Ich will es kaufen, natürlich. Dann wird es auch so sein. Und ja, die Kamera halt. Die GoPro. Ja, vielen Dank fürs Schauen und auf Wiedersehen. Euer Drago Basler. Tschüss.